ist und täglich sich aufopfernd für die Kranken einsetzt. Und Ihre Sicht der Dinge, der wollen wir jetzt folgen. Danke. Hallo miteinander. Mein Name ist Karin Bayer. Ich bin seit 30 Jahren diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester. Seit genau dieser Zeit arbeite ich in diesem Beruf. Auch während der Zeit meiner Kindererziehung habe ich diesen nicht niedergelegt, habe geringfügig und in Teilzeit immer weiter gearbeitet, unter teils absolut widrigen Bedingungen. Mein Herzblut schlägt seit meiner Kindheit für diesen Beruf. Im Kindergarten wusste ich bereits, ich werde Krankenschwester, und ich bin das immer gerne mit Herzblut gewesen. Für jeden Menschen auf dieser Welt, in der Zwischenzeit, egal ob geimpft oder ungeimpft, das macht für mich keinen Unterschied. Ich selbst bin nicht geimpft, und das hat gute Gründe. Ich möchte nun Sie, meine Damen und Herren, wissen lassen, wie das in unseren Kreisen, wie das in diesem Land nun wirklich abläuft. Die Politik hat in den letzten Jahren versäumt, auch nur irgendetwas zu tun für diese Berufsgruppe, sei es die Landes- oder die Bundespolitik. Dieser Berufsstand wurde zu Tode gespart. Die verantwortlichen Damen und Herren in der Politik haben sich nicht darum bemüht, was es an der Basis braucht. Sie haben sich zurückgelehnt in ihre weichen Kissen und haben nichts, aber auch rein gar nichts für uns getan. Das Gesundheitssystem wurde zu Tode gespart. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die Hilferufe aus der Basis zu hören. Es wurden Personalschlüssel erstellt, unter denen es uns unmöglich ist zu arbeiten. Unsere Stationen sind völlig unterbesetzt. Ich selbst arbeite auf der Unfallchirurgie des Landeskrankenhauses Bregenz, auf einer der stressigsten Akutstationen in unserem Bereich. Ich habe meine Arbeit stets pflichtbewusst erfüllt. Nun aber ist meine rote Linie gänzlich überschritten. Die Politik hat aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen agiert. Aus Gründen der eigenen Bereicherung. Sie haben sich nicht darum geschert, was es an dieser Basis wirklich braucht. Das Einzige, was Sie gemacht haben, Sie haben diesen Berufsstand verakademisiert. Sie haben eine 5-jährige Ausbildung ins Leben gerufen. Die Abgänger dieser 5-jährigen Ausbildung beenden ihre Ausbildung mit dem Bachelor. Sie können sich vorstellen, dass jemand, der berechtigt ist für ein Studium, keine Lust hat, seine Lebenszeit am Krankenbett zu verbringen, dort, und ich verwende diesen Ausdruck nun bewusst, Menschen zu behandeln, ihnen die Windeln zu wechseln, sie zu pflegen, sie zu waschen, für sie da zu sein. Nein, diese jungen Kollegen, und ich verüble es keinem einzigen von ihnen, die haben eine höhere Berufung mit ihrer Ausbildung, sie werden ein Studium beginnen und sie werden somit die Basis wieder verlassen. Und wiederum haben wir niemanden, der hier stehen wird und die Kranken pflegen wird. Die Zukunft wird so ausschauen, dass es niemanden mehr gibt, der diesen Beruf ergreifen wird. Es ist eine emotionale Herausforderung höchsten Maßes. Wir sind alle physisch und psychisch am Ende von der Bucklerei der letzten Jahre. Es stehen wahrscheinlich einige Kollegen hier von mir. Hut ab, dass ihr hier seid. Hut ab, dass ihr hier steht. Ihr müsst nicht unbedingt... Ihr müsst nicht unbedingt auf der Bühne stehen. Ich verstehe euch. Ihr habt Angst um eure Existenzen. Ich habe auch Angst um meine Existenz. Und dennoch habe ich mich hier und heute dafür entschieden, dass ich trotzdem hier stehen werde. Die Politik versetzt die ganze Menschheit nun seit 2 Jahren in Angst und Schrecken. Die Politik suggeriert euch Menschen hier, dass Corona schuld daran ist, was in unseren Krankenhäusern passiert. Lasst euch von mir, die ich tagtäglich das mitbekomme, sagen, das ist eine glatte Lüge.
Brandbeschleuniger in diesem maroden, von der Politik und der Krankenhausgesellschaft zugrunde gerichteten, in diesem Krankensystem. Das war maximal der Brandbeschleuniger. Ich leugne nicht, dass es Erkrankte gibt. Ich leugne nicht, dass es diesen Virus gibt. Ich leugne nicht, dass wir Mitbürger verlieren werden, die an dieser Krankheit sterben werden. Aber wir werden nicht alle daran sterben. Es sei Ihnen nun gesagt, wenn wir nicht endlich aufstehen, wenn wir nicht endlich unser Gesicht zeigen, wenn wir in unseren Berufsgruppen nicht endlich einfordern, was schon lange benötigt wird, eine bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, dann wird in diesem Beruf niemand mehr arbeiten. Das garantiere ich Ihnen. Und zum Schluss garantiere ich allen geimpften Menschen unter uns, ich gönne jedem seine Impfung, jeder soll machen, was er denkt. Und Sie müssen keine Angst haben, dass Sie kein Intensivbett ergattern, wenn Sie einmal schwer erkranken. Diese Pandemie wird vorübergehen, wie jede Seuche in der Menschheitsgeschichte vorübergegangen ist. Aber was ich Ihnen hier und heute garantieren werde, es gibt keinen Menschen mehr, der dann an dem heiß ersehnten Bett steht und Sie pflegt. Weil diese Menschen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und ganz zum Schluss möchte ich noch den Herrn Landeshauptmann Wallner, die Frau Gesundheitsleitin Rüscher und meinen Vorgesetzten, den Herrn Direktor Fleisch, etwas ganz Persönliches wissen lassen. Ich habe Corona durchgemacht mit meiner Familie. Ich war 2 Wochen lang jetzt richtig arg krank. Ich hatte Fieber, Husten, Gliederschmerzen. Ich habe meinen Geschmacks- und Geruchssinn aktuell komplett verloren. Dennoch habe ich diese Krankheit schadfrei überlebt, weil ich im Allgemeinen gesund bin, weil ich mein Immunsystem stärke, weil ich etwas tue für meine Gesundheit. Ich hätte nun am 9.12. meinen ersten Dienst nach Ablauf meiner Quarantäne. Ich würde und werde diesen Dienst pflichtbewusst antreten. Es sei denn, der Herr Direktor Fleisch lässt mich wissen, da ich eine der Ungeimpften bin, dass er mich in diesem Berufsstand nicht mehr benötigt. Die Frau Sprickler-Falschlunger hat in den Medien verkündet, dass jene Menschen, die hier stehen und friedlich protestieren, dass jene Menschen, die an den Krankenhäusern Kerzen entzündet haben, und zwar für geimpftes, ungeimpftes und geimpftes Pflegepersonal in gleichem Maße. Diese Menschen haben nämlich verstanden, dass wir in dieser Berufsgruppe es uns nicht leisten können, auch nur einen einzigen zu verlieren. Die Frau Sprickler-Falschlunger hat nun über die öffentlichen Medien die Menschen wissen lassen, dass diese Menschen den Berufsstand der Krankenpflege verhöhnen. Wissen Sie? Sehr geehrte Frau Sprickler-Falschlunger, wissen Sie, wer diesen Berufsstand verhöhnt? Sie und Ihre Kollegen in der Politik? Direktor Fleisch sei Ihnen gesagt, Sie dürfen mich bis zum 8.12. über meinen direkten Vorgesetzten wissen lassen, ob ich meinen Dienst am 9.12. noch antreten darf. Nebenbei sei Ihnen in der Bevölkerung gesagt, wurde uns mitgeteilt, dass die 700, und diese Zahl ist maximal nach oben zu korrigieren, beschäftigten Ungeimpften der Landeskrankenhäuser auf langfristige Zeit nicht mehr gewünscht und gebraucht werden.